Leute, willkommen zu einem ganz, ganz neuen Video. Und in diesem Video möchte ich euch das sinnloseste Spielzeug zeigen, welches ich je in meinem ganzen Leben bekommen habe. So ein Kinder-Schokoladen-Osterei. Wie heißt das? Überraschungsei. Ich glaube, das heißt Überraschungsei. Das ist wirklich das sinnloseste, was ich je bekommen habe. Auch im Überraschungsei. Das sinnloseste, woran ich mich erinnern kann. Und zwar, man hat hier solche Papier-Schnipsel, Streifen, dann so ein komisches zum Einhaken-Ding, noch so ein Ding und sowas. Und da werdet mal aus dieser Anleitung hier schlau. Ich habe gestern den ganzen Abend damit verbracht, das Ding zu studieren und zu verstehen. Denke ich mal, dass das wie so eine Schleuder ist, dass man das irgendwie hier so reinsteckt. Sieht das Ganze dann aus. Dann hat man dieses Ding, tut es irgendwo auf eine glatte Unterlage und schnippst das dann so weg. Sinnloser geht's wohl gar nicht mehr. Egal, nein, darum soll es nicht in diesem Video gehen. Es soll nämlich um einen neuen Tag gehen und den habe ich gefunden und zwar von Carinas Art und der heißt der Superhelden-Tag. Hier könnt ihr sogar meine Antworten schon lesen. Ja, bei dem Tag musste ich mir Gedanken machen, deswegen stehen hier schon die Antworten drauf. Ich bin ein großer Superhelden-Fan. Dieser Tag soll Klarheit verschaffen, also geht es auch schon los. Also geht los mit der ersten Frage und zwar, wer ist dein Lieblings-Superheld? Und das war ganz klar Iron Man. Ich bin ein sehr großer Iron Man-Fan und da schließt sich auch schon an die zweite Frage an und zwar, was ist dein Lieblings-Superhelden-Film? Und da habe ich geschrieben, Iron Man und The Avengers. Ja, ich liebe diese zwei Filme und ich bin schon total gespannt auf den zweiten Teil von The Avengers. Ich bin ein Avengers-Fan und genauso wie Iron Man-Fan, weil ich den Schauspieler irgendwie so toll finde. Und er spielt diesen Iron Man total sympathisch und toll. Okay, so, die dritte Frage ist, wer ist dein Lieblings-Superschurke? Da musst du schon überlegen. Einige sagen ja ständig so, ja, der Joker, aber ich kenne den Joker gar nicht so wirklich. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Und auf jeden Fall habe ich dann diesen Killian von Iron Man aufgeschrieben. Iron Man! Ja, und also diesen Killian, das ist der Typ aus dem dritten Teil, der so sich in Asche und so verwandeln kann und glühen kann und fast unsterblich ist. Da musste ich sagen, bei diesem Killian hatte ich Bedenken, dass Iron Man den platt machen kann, weil der ständig irgendwie wieder nachwächst. Okay, so, kommen wir auch schon zur vierten Frage. Und zwar, gibt es einen Superheld, den du nicht magst? Ja, gibt es. Und zwar erstmal Batman. Also ich habe eigentlich bis jetzt nur den ersten Teil gesehen, deswegen kann ich eigentlich noch gar nicht sagen, dass ich den Superheld nicht mag. Leider. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, der ist mir zu düster. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, der neue Spider-Man. Ich kenne gerade den Namen nicht von dem Schauspieler, also, aber ich finde den Schauspieler eigentlich generell toll. Aber ich bin eher so der alte Spider-Man-Filme-Fan. Und zwar, ich bin wirklich ein sehr großer Fan von den alten Spider-Man-Filmen mit... Ihr habt den Namen auch wieder vergessen. Aber auf jeden Fall mochte ich diese drei Teile von Spider-Man. Und als dann The Amazing Spider-Man rauskam, hatte ich schon so Bedenken, als ich den Namen oder den Titel gelesen habe. Und ich habe den Film, glaube ich, zweimal oder so angesehen. Und es war nicht so, ja, ich bleibe dann eher so bei den älteren Teilen. Auch wenn der Schauspieler vielleicht süß ist oder toll oder keine Ahnung. Also ich finde ihn süß, knuffig, putzig. Er sieht nicht aus wie 30, sage ich jetzt mal. Oh, meine Haare! Ich hasse meine Haare heute so sehr. Okay, die fünfte Frage ist DC oder Marvel? Marvel. Sechstens, welcher Superheld-Schurke wärst du? Ich wäre, glaube ich, eine Mischung aus Superwoman und Benjamin Blümchen.
Nein, Benjamin Blümchen nicht. Aber ich glaube, ich wäre eine Mischung aus Superwoman und Thor. Glaube ich. Weil Thor Tornados machen kann. Und ich mag Tornados. Also ich finde sie faszinierend. Ich mag nicht, was sie anrichten, aber ich mag sie so, wie sie aussehen. So. Also, siebtens. Welche Superkräfte hättest du gerne? Also ich hätte entweder gerne Luft oder Wasser. So. Okay, das kommt jetzt eher so wie Avatar vor. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne Luft oder irgendwas mit Wasser machen. Wie gesagt, ich mag Tornados und ich würde gerne Tornados so machen. Natürlich gegen das Böse anwenden. Tada! Also, achtens. Die letzte Frage. Welche Stadt würdest du als Superheld beschützen? Da musste ich gleich hinschreiben, London, weil London ist eine sehr schöne Stadt und ich mag London und London, ja, London. Auf jeden Fall so, das war der Tag und ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich tagge jeden, der diesen Tag auch machen will. Die Fragen stehen unten in der Infobox. Aber auf jeden Fall tagge ich auch noch die Sabi Tomlinson, der zweite Name ist so schwer. Ich glaube, es war Tomlinson. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Sabi, du weißt, dass du gemeint bist. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, dieser Tag war etwas interessant. Ich habe jetzt 10 Minuten gelabert, aber... Und ich werde versuchen, ein bisschen Effekte mit reinzumischen. Mir ist gerade so die Idee gekommen gestern, dass ich das ja machen könnte. Und ja, ich hoffe, es ist mir gelungen. Schaut auf mein Twitter und Facebook und Instagram vorbei. Und dann kommen wir auch schon zur Endcard. Ja, das war's mit diesem wunderschönen Video, mit diesem wunderschönen Tag. Ja, hier unten könnt ihr abonnieren. Nicht vergessen, abonnieren, abonnieren. Und dann seht ihr hier das Video von letzter Woche. Und hier dieses Video wird ein persönlicher Vorschlag werden. So, jetzt. Ich gestalte die Endcard jetzt schon neu. Merkt ihr es? So, hier werdet ihr dann auf meinen Game-Kanal kommen. Da findet ihr Let's Plays. Aktuell ist Alice Madness Returns dran. Das war's auch schon. Und tschüssi. Bye bye. Und bis zum nächsten Wochenende.